So, kurz vorm Ende. War aber auch ein langer Tag heute, ne? Alter Schwede. Haben wir natürlich auch noch die letzten Klassen jetzt begutachten dürfen. Und es hat sich herauskristallisiert. Tada! Internationale deutsche Meisterin der Masters Bikini-Klasse. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Dankeschön, vielen Dank nochmal. Darf ich mal fragen, wie alt du bist? Ich bin 47. Ja. Okay. Ja. Sport hält jung. Sag das doch mal bitte. Bodybuilding hält jung. Ja, also Bodybuilding macht nicht kaputt. Nein. Nein. 47 ist ja der absolute Knaller. Zwei echt. Kinder. Und zwei Kinder. 14 und 16. Na, das sind bestimmt richtig geile Fans. Ja, das sind sie, ja. Kann man wohl dazu sagen. Wie lange machst du den Sport jetzt schon? Also ganz so aktiv seit 4 Jahren, aber ich trainiere schon länger. Also bestimmt 15 bis 18 Jahre, dass man so dieses Klassische im Fitnessstudio tun, aber so seit 4 Jahren richtig mit System und Ziel natürlich, ja. Alter Schwede, ich komme gerade gar nicht auf das Alter gleich, ich bin völlig baff. Deswegen, ganz, ganz wichtig, da draußen sitzen junge Frauen, die wissen bereits jetzt noch nichts anzufangen mit ihrem Leben, die wollen aber mal auf die Bühne, die wollen mal im Wettkampf mitmachen. Was kannst du diesen jungen Frauen auf den Weg geben? Sei diszipliniert, habt Ziel, nehmt euch einen Coach, der euch hilft, nehmt euch einen Trainingspartner und macht euren Weg, weil da müsst ihr selber durch. Trainieren muss man selbst. Definitiv. Und dann kann man mit 47 auch mal aussehen wie 27. So einfach geht's. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Abend. Danke. Komm gut nach Hause, egal wie weit der Weg ist. Und wie ihr seht, ist ein Alter wie eine Hausnummer. Es ist nur eine Zahl. Geht ins Studio, seid fleißig. Zieht Kinder groß. So sieht's aus. Man kann alles unter einen Hut kriegen, wenn man natürlich will. Funktioniert alles. So ist es. Dankeschön. Schönen Abend noch. Dankeschön. Tschüssi, bis bald. Wir gehen jetzt essen. Ja, das ist eine gute Idee.